Hallo Menschen des guten Geschmacks. Ich möchte einmal ein Statement abgeben zu den Gerüchten der Promi Big Brother Bewohner, die angeblich einziehen sollen. Und ich finde das eine Schweinerei, sollten die Gerüchte stimmen. Weil die Bewohner, die vorgeschlagen werden, waren teilweise schon bei Big Brother. Und für die Menschen, die dann einziehen, für die lohnt es sich vom Geld und Werbung, aber für uns hat das keinen großen Mehrwert. Als erstes möchte ich mal dazu kommen, Jürgen Milzki. Dieser Mann hat nicht nur bei Big Brother mitgemacht, der hat moderiert, der war Außenmoderator und Matchmaster, gehört quasi zur Firma. Was denkt ihr denn, was da passiert? Der ist mit den Menschen da per Du, der lässt sich doch nicht sagen. Also, für uns hat es überhaupt keinen Mehrwert. So, dann gibt es da Michaela Schäfer, die bei Big Brother schon dabei war, Big Brother 10. 14 Tage Nervenzusammenbruch, hat sich beschwert, dass ihre Mitbewohner stinken würden und ist ausgezogen. Ja, Rainer Lauchs brauchte Duschszenen und, aber für uns hat das wieder keinen Mehrwert. So. Dann gibt es da noch Krümel, Marion Pfaff, die bei Big Brother das Dorf damals mit ihrem Mann dort eingezogen ist. So, was haben wir denn da zu erwarten? Für sie lohnt es sich, kriegt Geld und kann Werbung machen für ihre Bar auf Mallorca. Mehrwert für uns gleich null. Also sollten die Gerüchte stimmen mit diesen Bewohnern, werden wieder an der Nase rumgeführt. Und ja, ich wollte einfach mal das loswerden. Ich alles aufschreiben und. Was Sat.1 mit dem Format gemacht hat, das ist ein anderes Thema. Ich habe da mit dem Pegel ein Video gemacht. Bei Gelegenheit werden wir das mal posten. Aber naja, wir werden in den nächsten Wochen noch voneinander hören. Bis dann.